Also, hallo miteinander, Julian und ich stellen heute die Koje vor, wie sie funktioniert und für was sie steht, ganz wichtig. Die Koje war ursprünglich eine klassische Tischlerei. Ich bin die dritte Generation. Grundstein für die Koje war hier. Mittlerweile probieren wir uns auch als Immobilienentwickler, aber ganz anders. Vor 3 Jahren haben wir die alte Fabrik Klarenbrunn gekauft und möchten diesen nun als Hotspot der Nachhaltigkeit verwirklichen. Früher eine Spinnerei, ein Wunder der Industrialisierung, heute ein Ort für Spinner, Querdenker und Kreative. Nachhaltigkeit, Innovation stehen an oberster Stelle. Also beispielsweise die Firma Karak, Sunlight, an Carla Store und ein Bienenzüchter, der seinen klassischen Job an Nagel gehängt hat, sind bei uns angesiedelt. Wir schaffen nicht nur dort, sondern haben auch Partys und Festle, haben letztes Jahr das erste Use What You Have Festival gestartet, ganz nach dem Motto, verwende, was da ist. Und das ist ganz in unserem Sinne, nämlich Nachhaltigkeit, unser oberstes Thema. Wir als Tischler machen eigentlich viele Sachen gern anders wie andere. Zum Beispiel verkaufen wir über Bett aus Abfällen für 3.000 Euro. Durch die sogenannte Keilzink-Methode können wir aus den Abfällen vor einem Bett so nahezu vollständig ein zweites Bett produzieren. Das ist quasi der Frankenstein unter den Betten, nur halt viel schöner und ohne Metall. Abfallvermeidung ist bei uns sowieso ständig Thema. Also mit den Zirbenspänen können wir zum Beispiel Kisten füllen, mit den Hackschnitzeln, die nehmen wir für Beduftung und Dekoration her. Und der Rest kann man immer noch verheizen. Also für eine warme Stube hat das immer noch gelangt. Das Dreiste an unserem Abfallbett ist auch, dass es ganz ohne Verpackung kommt. Also dass jeder, der auf Unboxing steht, ist bei uns komplett fehl am Platz. Die Transportboxen sind aus wiederverwendbarem Holz. Die Matratzen und Lattenroste werden einfach ohne Plastik in Seesäcken ausgeliefert. Unser Zirbenbett ist das stabilste, schönste und ausgetüftelte überhaupt. Also wir hassen geplante Obsoleszenz und so geben wir lebenslange Garantie. Also Möbel für Generationen, das ist unsere Devise. Unser Rohstoff Zirbenholz und sonst nichts, daraus fertigen wir alles rund um das Bett. Ein LKW Holz mit 40 Kubikmeter reicht, um die ganze Mannschaft mit 15 Mitarbeitern einen Monat zu beschäftigen. Innovation made by die Koje, also wir kopieren nicht, wir entwickeln selbst Produktdesign. Unsere Steckverbindung haben wir patentrechtlich geschützt. Die Rückenteile werden ohne Metall gepolstert. Das Stoff wird mit dem Holz vernäht. Unsere Babywiege entwickelt und mit internationalen Designpreisen auch ausgezeichnet. Essentiell bei der Koje ist vor allem auch das Miteinander. Also das gemeinsame Tun, das gemeinsame Arbeiten soll immer Freude machen. Sei das am Mittagstisch oder sei das einfach bei der Arbeit selber. Also wir begegnen uns eigentlich immer auf Augenhöhe. Und der Begriff Großraumbüro, den nehmen wir sehr gern beim Wort. Also unsere 4 Büro-Fuzis in der Koje teilen sich ein 200 Quadratmeter Büro. Das können wir uns auch nur leisten, weil wir auch das Büro quasi aus 80% Müll ausgestattet haben, wieder das Müllthema. Also zum Beispiel die Couch am Straßenrand aufgelesen, die Trennwände aus alter Fabriksfenster. Und wir arbeiten eigentlich alle in einem hohen Maß an Eigenverantwortung. Also bei uns tut jeder, was er kann, nicht nur, was er gelernt hat. Ich zum Beispiel bin Planungsbüro, Tischlergeselle, Grafiker, Marketing, Mitarbeiter, IT-Abteilung und Laserspezialist. Talente werden bei uns gefördert und Ideen dankend angenommen und natürlich auch umgesetzt. Wir haben einen 50%igen Frauenanteil bei gleicher Bezahlung. Integrative Arbeitsplätze sind bei uns selbstverständlich. Also bei uns schaffen auch 2 leicht geistig behinderte Buben. Die Koje funktioniert hierarchielos. Also eigenverantwortlich und somit keine Entscheidung wird von mir allein getroffen, sondern nur im Team. Und somit mein Lieblingswort, wir schaffen teambegeistert.
Und das Beste an allem ist eigentlich, für uns ist jetzt schon Wochenende. Also während sich andere über 12 Stunden Arbeitstage Gedanken machen, haben wir einfach vor kurzem eine 4-Tage-Woche eingeführt. Das heißt, oder dieses Modell ist eigentlich ein wahres Wunder der Problemlösung. Also offensichtlich ist natürlich, man hat mehr Freizeit, oder? Das sind längere Erholungsphasen, weniger Krankenstand dadurch, also weniger Burnout-Risiko. Wir haben natürlich 20% weniger CO2-Ausstoß, so verminderte Arbeitswege und Heizkosteneinsparungen. Und über ein weiteres Problem, über das sie unsere Branche, also die Handwerker oft beklagen, ist einfach der Fachkräftemangel. Wir schaffen, oder halt, das ist kein Thema für uns, weil wir einfach Umfeld schaffen, wo man einfach gern zum Schaffen kommt und 4 Tage die Woche schafft bei gleichem Gehalt. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Anreiz, zum einfach bei uns das probieren. Zu dem Thema 4-Tage-Woche müssen wir uns ganz ordentlich gerade von Unternehmern Kritik anhören. Zu dem Thema veranstalten wir am Samstag eine Podiumsdiskussion mit dem Zukunftsforscher Klaus Kofler. Wir teilen da unsere Erfahrungen und nennen dort auch gern kritische Fragen auf. Das Bild spricht für sich und setzt Maßstäbe, wo wir hin, wenn. Einziger Unterschied, konsequente Nachhaltigkeit. Also ich danke euch fürs Zuhören. Es würde uns freuen, euch am Samstag Abend ab 17 Uhr bei der Podiumsdiskussion und mit anschließendem Umtrunk zu begrüßen dürfen.